Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu Russian Fishing 4. Ja, ich bin hier am dritten See, bei dem Fluss. Und wenn man sich mal die Map hier anguckt, ich stehe jetzt hier. Schöne tiefe Stelle hier. Wollte ein bisschen Spinnfischen und nebenbei werfe ich meine Grundruder aus, die ich denn hier hinbaue. Werfe ich den hier in die Mitte. Gespannt muss hier noch werden. Ein bisschen erhöhen mit der Geschwindigkeit. So. Bimmel die schon wieder. So, meine Spinnrute hier. Da werde ich ein bisschen runterdrehen. Die Bremse auch ein bisschen runter. Und mal gucken, ob wir ein paar Zander, eventuell Wels oder Döbel oder Hecht an die Leine kriegen. Spinnfischen at the beach. On the beach, at the beach. Number one. Nichts Großes, vielleicht ein Barsch. Barsch, genau. Nehmen wir alles mit. Irgendwie eine Meldung gekriegt hier, zack. Ah, ey. Nee, jetzt hab ich keinen Bock, ey. Gleich werde ich das mal langsam probieren, dass ich den langsam über den Grund ziehe. Ja, die Grundrute ist eigentlich nur Deko.
Oder will ich mal schnell einen anderen Köder drauf machen? Was für einer dran, ich lach mich tot. Ja, moin. So, da packen wir mal Maden rauf für Döbel. Und dann raus die Geschichte. So. Hier wollte ich mal ein bisschen weiter runter jetzt. Ich war auf Stufe 12. Mal gucken. Jetzt kriegen wir ja was Interessantes jetzt am Band. Ich gehe jetzt einfach rein. Mama hakt dann auch ein Fels. Nur gezuppelt, ausgeschlitzt, da wieder, den habe ich jetzt aber, oh jo, danke, so ein kleiner, aber er bringt Prozente, wie jetzt du klingelst und jetzt hörst du wieder auf, da ist einer dran, jo, definitiv. Definitiv Böbel oder was? Eine Monstermuschel. Böbel. Wie ich vermutet hatte. So. Ja, nur hör auf zu bimmeln hier. Hör auf zu bimmeln. Ach, hab ich wieder was dran. Kleineres. Wie ein Barsch. Den Döbel. Und wieder Prozente. Das ist gut. Danke recht herzlich dafür. Na komm. Zander wäre schön jetzt. Rüber über das andere Ufer. Zack. Können wir noch mal ein Stückchen weiter runter gehen. Den ist gut. Schön über den Grund schleifen. Pop.
Ja, man kann den auch ruhig mal so 12,5 Stunden hier liegen lassen und dann weiterkurbeln. Muss man aber nicht. Ja, einfach mal eine Pause machen, 2, 3 Sekunden. Oftmals kommt dann auch ein Biss. Wir haben heute nicht so viel Bock auf Grün, glaube ich. Was haben wir denn noch hier? Gelb, nehmen wir mal gelb, ne? Vielleicht geht gelb ja besser. Absinken lassen. Zubbelt. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Warten. Zubbelt das nochmal. Jo. Hält dran. Gut, kleiner Riss. Nur siehst du. Oh, Mr. Zander, wo bleibst du? Ja, gelb und grün ist nicht so gewollt heute, oder? Nehmen wir mal was Dunkles. Den guten Herrn hier. Da haben wir schon den ersten. Arsch wieder oder was?
Zubbel die Zubbel. Ist er dran? Na, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Hänge mal nicht, lass mal liegen. Einfach nur so ein kleiner Kaulbarsch dann oder so. Da ist doch was dran, was Kleines. Mach ich doch. Bewegt sich gar nicht. Woran hier? Frisst und legt sich hin. Lalala. Tja. Oh, da ist was Größeres jetzt. Etwas größer. Wieder Barsch. Übel, Barsch. Ja, ich würde mal sagen, einen super großen haben wir nicht gefangen, aber ups, so einige. Die hole ich nochmal schnell raus. Ja, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Und ja,
werde noch weiter spinnen. Ja, vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen größeren an Band. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge. Moin, moin.